Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Transport Fever 2 auf meinem Kanal. Ja, jetzt schauen wir gerade mal dahin. Jetzt haben wir doch ein bisschen Betrieb hier. Ich würde ja jetzt gerne mal zwei Fake-Güterzüge auf die Piste schicken, damit hier mal ein bisschen Verkehr ist. Dann schauen wir weiter, was noch anliegt. Ich habe auch noch ein bisschen was im Off gemacht. Ich habe mal den Oberbau ein bisschen geputzt, damit das Grünzeug nicht so da rausguckt. Masten gesetzt, wo noch welche gefehlt haben. Und die Strecke ist jetzt komplett durchsignalisiert. Von Sion bis an den Genfer See. So, schauen wir mal, was für Güterzüge auf die Reise schicken. Machen wir erstmal zwei Strecken. So, neue Linie. Dann gehen wir mal eine andere Farbe, komm. Das haben wir noch nicht. Genau. Güterzug 1. Machen wir einen schönen Mischer. So, erstmal die Linie machen. Den lassen wir bis nach Port Valais fahren. Na komm. So, der Güterfahrer ist hier. Was wir denn hier abfahren? 1. So, parken den kurz in Martigny. Ja, schaut gut aus. Oha, ich sehe schon in Sion. Fehlt noch der Güterbahnhof. So, dann schicken wir ihn hier durch den Zugspeicher. Das werde ich noch umbenennen. Moment, dann lassen wir ihn hier mal parkieren. Durchfahren. Wieder nach Port Valais. So. Fertig. Das wäre die erste Strecke für den ersten Zug. So, da lassen wir ihn jetzt. Hier wird er zusammengebaut. Fahrzeuge. So, was haben wir denn Schönes? Was in elektrisch? Den Franzosen. Was haben wir da? 185er. Mit Schweizpanto. Oh, der Alpenzähme. Ja, warum nicht? Mal gucken. BLS. RE66 haben wir schon vor Regionalzügen. Dann nehmen wir noch Alpenzähmer. CH, gucken wir mal. Schweizer Panto. Was ist denn das da? Ja, den da. So, und jetzt bunt zusammengestückelt. Cargo, was haben wir denn Schönes? Alles Mögliche. Mal aufpassen, dass der 120 läuft, ja. Von denen mal 3. Den da. Den da. Dann nehmen wir von denen noch mal einen. Da gab es doch schon schöne Schienen.
Schiebewandwagen hier. Mit Italienern, genau. Was haben wir hier noch? Hat den noch mit? Varianten, nochmal hochgehen. Kesselwagen. Das haben wir 281 Meter. Na, da kann ruhig bis zu 400 Meter lang sein. Das ist hier kein Problem. Ja, dann haben wir den. Machen wir gleich noch einen. Ja, wir haben auch Schweizer Wagen. Cargo. Ach, sogar DB. Ja, machen wir einen mit rein. Logo. Oh, wie schnell sind die? 120, gut. 355. Hier haben wir noch was. Achtziger, 90er. Nehmen wir einen Rungenwagen. Keine E-Wagen dabei. Hier haben wir noch was. Den da noch. Gaskesselwagen. Und noch so ein. Ah, stopp, den nicht. Der ist zu langsam. So. Kaufen. Zack, zack. Und diese GZ1. So, mal schauen, was da jetzt rauskommt. Leere Kohletransporter, leere Containertransporter. Gut, dann die gedeckten. Gehen wir auch noch Oberleitungsmasten. Oha, da muss ich ja auch noch nacharbeiten hier. So, so. Vorne habe ich wieder ein bisschen rumgewerkelt. Die Masten umsetzen. Da passt einiges nicht mehr. Zweiten werde ich einen Kesselwagen zupfen müssen. Aha, das war's dann. Gut. So, machen wir halt erst den Zug. Wo sind sie? Hier sind sie. VTG. GATX, nehmen wir mal was COSA. Was haben wir hier noch? Archib Aral. 200 Meter, nur noch 3 Stück oder 2. Archib nochmal. Und 2 von denen. Muss nicht ganz so lang sein. So. Was haben wir jetzt Schönes? Pantograph. CH Panto. BLS. Ja, lass mal die BLS fahren. Komm. So. Kaufen. Zack. Hey. Ich muss hier noch eine Strecke machen für den.
machen wir das hier mal fertig. So, der fährt nicht die ganze Strecke durch. Der fährt ab hier. Lassen wir. Neue Linie. Nimm mal die hübsche Farbe. Das ist der Güterzug 2. Kesselwagen. So. Der fährt ab hier. Ach, Autosave. Steht auf 10 Minuten? Naja, egal. Gut, weiter. Wo war der Bahnhof zum Parken? Ja, dann stellen wir den hier auch mal kurz ab. Das ist doch Pardon. Hatte ich da nicht irgendwo was? Das Gleis in der Mitte ist. Ja, genau hier war das. So, machen wir dahin. Dann lösche ich das wieder. So. Auch durch den Speicher und zurück. Passt. Schaut gut aus. Martini Fracht. Halt, bis da hinten. Na, komm schon. Gut. Da wollte ich ihn aber nicht hin haben. Frachtziehung. Falsch. Das muss da unten hin. So. 3. Gehen auf die 1. Hä? Wo haben wir das Problem? Ach! Stimmt. 1. Nee. Vier muss das sein. Das jetzt hier weg. Gut, jetzt passt es. Wunderbar. Kommt der da nicht rüber? Na, dann fährst du eben so. Was soll's? So. Gut. Der eine ist ja schon ein Stück weg. So, da haben wir schon alles, gell? Jawohl. Anwenden. Schauen wir mal, was da rauskommt. Schön. Jetzt kriegen wir langsam Verkehr ab die Anlage. So, lassen wir die zweimal fahren. Mal gucken, was können wir denn noch machen. Masten setzen. Machen wir das mal zuerst. Hier stehen einige falsch. Der. Der steht noch gut. Steht da wieder. Ist doch gar nichts. Der auch. Ah ja, ich sehe schon, wo der hin muss. Der steht auch mitten im Gleis. So, da passt es noch überall. Der muss auch weichen. Jawohl. Genau. So,
sind nur eine Handvoll, die sind schnell gesetzt. Assets, gucken wir mal hier. Quertrage brauche ich. Oberleitungsmasten. NT. Gut. Ach nö, so knallhart. Nochmal, weil es so hübsch war. So. Was denn? Nochmal, na? Bleibst du da? Jetzt. Jawohl. Zweifacher Ausleger. Der kommt hier hin. Hier war noch was, ja genau. Jo, das machen wir hier genauso. Oh, passt. Wunderbar. Hier war nichts mehr. Hier fehlt noch eine. So eine Abspannung. Spitz, schwer, Standard. Spezialmast. Spezialmast ohne Ausleger, Standard. Nö, Quatsch. Schilder, Signalassets. Na, das ist wieder was für Geschwindigkeit, Start Endsignal, Streckengeschwindigkeit, Haltestellenankündigung. Ja. Da habe ich noch was vor. Quertragwerk. Nee. Na, nix da. Naja, dann haben wir eben gelitten. Mal schauen. Oh, gucken wir mal hier durch. Was war das? Schweizer Oberleitungsmasten. Ja, das haben wir doch. Quertragwerk, Oberleitung, Spezial. Auslege. Endmast. Aha. Ah ja. Alles klar. Nochmal dahin. Endmast. Augenblick, den müssen wir wegmachen. Oh ja, der sieht gut aus hier. Ganz schön war lang und weit. Rechts ist die andere Seite, SZ. Den
könnte man eigentlich im Bahnhof einbauen. Den hier, das sieht gut aus. Zack. Jawohl. Wow, da kann man sogar Abspannstrecken nachbauen und so Zeugs. Geilo. Ist ja wirklich geil. Uiuiuiuiuiui. Das gibt was fürs Off. Holla die Waldfee. Na, jetzt bin ich aber hin und weg. Ich als Oberleitungsspezi. So, hier müssen wir noch ein paar Masten hin. Was haben wir hier? Doppelausleger machen. Die doppelt. So. Ja, auch. Warte mal, wo ist der Antrieb? Der ist hier. Und hier einen doppelten hin. Da haben wir schon. Als kriminell, den da in der Mitte zu erwischen. Jawohl, gut. Schaue ich gerade mal auf die andere Seite, ob da auch noch was ist. Natürlich. Muss ja. Müssen wir wieder anpassen. So, zack. Wieder anpassen. Zack. Ach, den falschen erwischt. Naja, gut. Mache ich den erstmal hier. Weg. Dann machen wir den dahin. R. Und hier nochmal, weil es so schön ist. So. Dann machen wir den hier nochmal. Na, wo ist er? So, einen doppelten. Hierhin. Na. So. Hier nochmal doppelten. Wo kriegen wir den da hin? Ja, passt. So, machen wir da noch einen. Genau. Hier noch einen. Da kann ich auch noch welche hinballern. Na, zumindest. Na? Na? Komm schon. So. Jo, kommt hin. Ach, da außen sind wieder welche.
Das ist praktischer, hier die Masten genau richtig zu setzen. Das ist wie bei den Deutschen. Muss man so viel rumprobieren. Mit dem Ü kannst du hier nur hin und her fahren und gut ist. So. Hier fehlen auch welche. So. Komm, Autosave machen. Ja, fällt mir gerade ein. Geh schon. Ich hoffe, dass mit dem Mastensetzen hier ist nicht allzu langweilig für euch. So, dann müssten wir hier noch zwei. Jawohl. Können wir hier noch einen setzen. Hier noch einen. Dann geht das schon von selbst da vorne. Da kann ich schon. So, dann können wir mal aufpassen, was die Güterzüge machen. Na, geh. Hier noch mal einen hin. Versuchen wir mal von der Seite. Jawohl. Wie schaut es denn hier aus? Genau so, eigentlich das. Na komm. So. Ich glaube, den Rest mache ich im Hof. Sonst wird es zu viel. So. Mal schauen, was die Güterzüge da treiben. Das ist der Kesselwagenzug. Der dreht dann auch seine Runden. Ach, das ist der Bus. Warum fährt denn der eigentlich da lang? Ach so, den parke ich da kurz. Und ab die Post. Noch mehr Züge hier auf die Strecke bringen. Aber alles hat seine Zeit. Boah, die halbe Stunde ist ja auch schon wieder vorbei, Mensch. Gibt noch viel zu tun. Da will ich noch eine Strecke reinbauen. Hier das Depot. Maurice, hier geht noch eine zweite Strecke lang, rechts rum. Ach, hier wollte ich noch einen Ort einfügen. Das könnte ich eigentlich mal machen. Gegenüber von Ägle. Mache ich einen winzigen. Das mache ich am besten gleich. Wie der dann heißt, muss ich mal schauen. Haben wir es doch.
Wie Jonas. So. Klein. Machen wir winzig. Wo ist Aigle? Da drüben. Das ist ja doch eine ziemlich lange Strecke von Port Valais nach Monte. Gut, da das einen Haltepunkt gibt. So, dann mache ich den Ort hier hin. Bredenbeck. Na, das ändern wir. Hey! Du verschwindest. Na, ich muss halt die Straßen wieder anbinden. Kein Problem. Aber erstmal weg hier. Ion, ne? Doppel N, ja, Leonards. Jawohl. Bang. So, dann könnte ich, wenn hier, wo die Straße ist, wunderbar einen Haltepunkt einbauen. Apropos Straße. Die binde ich jetzt erstmal an. Tool, utsch, Blatt machen. So weit muss ich nicht ausladen. Das ist okay. Und dann lasse ich die Straße hier runterführen. So, also. Erstmal die hier. Mit Kurve bitte, ja. Noch einmal. Weil es so schön war. Das lassen wir so gerade. So. Und hier ein Stück. Das gleiche mal aufwerten, hier mal ordentliche Straße draus machen. Dann muss ich auch wieder nacharbeiten dann. Na, was ist los? Schon wieder Brücken? Hä? Brückenpfeiler-Kollision? Was denn jetzt? Naja, kein Wunder. Kein Wunder. Naja, egal. Dann mache ich gerade mal das hier. Eng. So, jetzt müsste es gehen. Ja. Den Bach. Den. Interessant. Ach nö. Fällt ja wieder super hier, Mensch. So, jetzt machen wir erstmal das bisschen platt. Stücke weg. Warum ist doch keine Steigerung nix? Was soll denn der Blödsinn? Kapier ich nicht. So. Nächstes Signal ist da, okay.
normale Straßenbrücke hin. Dann geht das auch. Hier. Oh, geht sogar? Wow, das ist ja gut. So, welche nehmen wir? Erstmal ganz nach unten. Das ist nichts. Oberleitung. Oh ja. Aber mal ebenso gerade ganz knapp. Nicht schlecht. So, aber so, dass die Oberleitung gerade so durchkommt. Jawohl. Ja, eins geht noch nach oben. Jawohl. Brauchen wir noch eine hübsche Brücke. Wie sieht es denn mit der aus? Oh nee. Fehlen außerdem die Gelände. Pfeile. Nö, muss nicht sein. Die. Aber war gerade ebenso. Anbinden und dann ist Feierabend. So, und hier wieder runter. Wunderschön. Das Wasser ist auch wieder verbunden. So, passt. Und da haben wir noch ein Pfeile. Brückenköpfe setzen, aber das machen wir beim nächsten. Jo, da ist gerade ein Zug. So. So, das war's dann wieder mal für heute. Na, wo ist er denn? Na, gleich geht der Bahnweg und zu. Ah ja. So, und mit diesem Zug hier verabschiede ich mich heute mal wieder von euch. Nett, dass ihr da wart. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Bleibt gesund und munter. In diesem Sinne, euer Didi.